Video, das uns die letzten Stunden bis zur Freischaltung von Diablo 3 verkürzen könnte. Also zumindest uns, euch vielleicht auch. Ja, hier ist sie. Riesengroß, riesenschwer. Und jetzt packen wir das Ding mal aus. So, mit professionellem Hilfsmittel wird hier erstmal die Hülle entfernt. Ihr seht, wir haben das nicht geprobt. Ne, wir haben natürlich 10 Special Editions bekommen, die liegen ja auch nur so rum. Schöner Prägedruck hier vorne. Und was mag drin sein? Schauen wir mal. Zunächst einmal ein schönes Kästchen, was da wohl drin ist. Aha, schaut her. Ein Dämonenkopf, ein Diablo-Kopf mit einem USB-Stick, braucht man ja. Und auf dem USB-Stick sind meines Wissens, ich probiere das jetzt nicht aus, sind Diablo 1 und 2 schon enthalten, also gar nicht schlecht. Und hier soll man ihn wohl reinsetzen, als sehr wackelige Halterung. Dann haben wir, ist natürlich ein Seelenstein, dann haben wir das, die ganzen Kärtchen, die auch in der normalen Version drin liegen, so Probe-Accounts für WoW und für Diablo 3. Und dann das Wichtigste, Diablo 3, bringt aber nichts, weil es ist noch nicht Mitternacht. Dann hier noch eine Probierversion. Dann haben wir hier den Soundtrack. Der ist richtig gut. Da glaube ich, könnte ich mir selbst das Ding mal tatsächlich in den CD-Spieler legen. 25 Stücke. Dann haben wir einen Blick hinter die Kulissen. Das ist so eine Videodokumentation, Kommentar des Regisseurs, Interviews, Gameplay-Diskussionen und so weiter. Und dann das, wie ich immer finde bei solchen Special Collections und Editions, das Highlight. Hier ein richtig fettes, schweres Artbook. Auch das machen wir mal auf. Mal sehen, was drin ist. Na, möchte es nicht kaputt machen. Bisschen schwer rauszufriemeln. Komm her. Wir schaffen das schon, wir beide. Genau. So. Und da haben wir dann erwartungsgemäß sehr viele Artworks drin und auch ein bisschen Text zum Barbaren, zum Hexendoktor, zum Mönch und wie sie alle heißen, aber es geht hier vor allem um die Artworks und ja, ich schätze auch Levelgestaltung und so weiter werden da drin vorgestellt werden. Das ist also die Special Edition, ich habe nichts vergessen. Schaut es euch nochmal an, freut euch auf die Freischaltung. Aber nicht vergessen, Schule und Job und so sind auch wichtig. In diesem Sinne, schönes Spielen dann.